Im Vergleich zu früher. Früher war die Bratwurst Champions League. Früher war alles besser. Zumindest wenn es um die Stadionwurst geht, stimmen dieser Aussage viele OFC-Fans zu. Der Caterer, der in der jüngeren Vergangenheit für die Versorgung der hungrigen Fußballfans zuständig war, musste sich jedenfalls einiges an Kritik gefallen lassen. In den vergangenen 3 Jahren habe ich es mir nie gekauft, weil ich es einmal hatte und hat nie was getaugt. Der Catering-Service muss ich einfach mal auf eine gescheite Bratwurst einigen, die nicht nur aus feinem Bratwurstbrät besteht, sondern wie eine Thüringer Bratwurst, halb fein, halb grob und auch viel besser abgewürzt wäre. Das ist ein reines Massenprodukt, das wir hier verkauft bekommen für einen viel zu hohen Preis. Trotz der kritischen Stimmen wurde kürzlich ein neuer Vertrag mit dem Caterer mit einer Laufzeit von 7 Jahren abgeschlossen. Auch um die Fans mit ins Boot zu holen, gab es am Rande des Testspiels gegen Mallorca eine Art Bratwurst-Casting. Wir wollen heute von den Fans erfahren, wie die Bratwurst, die wir vorher schon ausprobiert haben bei uns intern, wie die bei den Fans ankommt. Das heißt, wir haben 4 verschiedene Sorten. 2 Rindswürste, 2 Bratwürste und wollen halt gucken, anhand von einem Bewertungssystem, wie die Leute drauf reagieren. Es kamen ja einige Beschwerden auf, auch wegen der Bratwurst. Und da haben wir uns gedacht, ja, um jetzt ein wenig wieder enger zu rücken, weil wir haben ja auch wieder einen längeren Vertrag bekommen, möchten wir halt gern, dass die Fans entscheiden, welche Wurst es denn jetzt werden soll. Aus den Angeboten verschiedener Metzger hatte der Caterer jeweils 2 Rinds und 2 Bratwürste ausgewählt. Die endgültige Entscheidung trafen dann die Fans. Nach der Kostprobe attestierten zumindest einige der Teilnehmer eine Qualitätsverbesserung gegenüber dem bisherigen Angebot. Die Bratwurst ungefähr leicht besser nur, aber die Rindswurst, die eine, deutlich besser. So B ist nicht so der Knaller, A ist jetzt nicht überragend, aber führend. Bratwurst aber gut. Nicht so gut, selbe bei Rindswurst. Jetzt gehen wir mal zur Rindswurst, zur Form B über. Auch probieren. Würzig. Das muss A erstmal schlagen jetzt. Also die schieße ich mir gleich rein. Also quasi unter dem Schälchen steht immer was für eine Wurst. Die ist aber auch gut. Die Fans hatten sich in die Diskussion um die Stadionverpflegung unter anderem mit einer Umfrage eingebracht. Gut, die Umfrage war ja relativ vernichtend, was das Ergebnis anging. Und daher kann es eigentlich nur noch besser werden. Und jetzt, das war natürlich dann auch erstmal schwierig, als wir gehört haben, oh, jetzt Kegel wieder 7 Jahre. Dann gab es ja weitere Gespräche, also vor allen Dingen über den Fanbeirat sind die gelaufen, die auch die Umfrage gemacht haben. Und da wurde dann halt, hat dann Kegel Impuls vorgestellt, was sie alles machen wollen. Unter anderem jetzt hier dieses Bratwurst-Casting. Ich finde es gut. Ich habe auch die 4 Stücke probiert. Ich habe auch tatsächlich Unterschiede festgestellt. Wurst mit einer Liga, Fußballliga vergleichen müssen. Was würde da rauskommen? Welche Liga wird denn die Bratwurst spielen? Vierte. Passt schon. Okay. Passt schon. Naja, so gehobene 3. Liga. Naja, ich sag mal, wir sind hier im Rindswurst-Mekka und dementsprechend sind beide maximal 3. Liga. Und die Bratwurst ist vielleicht Kreisliga. Was wir auch gelernt haben jetzt bei der intensiven Auseinandersetzung mit dem Wurst im Stadion, es kommt auch auf den Grill an. Und jetzt haben wir jetzt hier einen Grill, ich habe gleich gefragt, haben wir den Grill dann auch im Stadion? Und da haben sie auch gesagt, ja gut aufgepasst, den müssen wir erst da reinbringen. Man hat auch oft gehabt, dass die ein bisschen langsam sind beim Rausgehen. Oder man hat teilweise eine kalte Wurst oder eine nicht ganz heiße Wurst gekriegt. Und man sollte oben, zumindest im Haupttribünenbereich, auch in den Gängen Tische aufstellen. Weil man hat überhaupt nichts zum Abstellen. Man steht da mit der Wurst da und kann entweder auf den Sitzplatz schon gehen oder steht da im Gang und kann nicht mal irgendwie das abstellen oder sowas. Also da sollte man irgendwas machen.